Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum zu dokumentieren, wie die Nazi-Verharmlosungen des ukrainischen Botschafters von den Öffentlich-Rechtlichen in einer Art und Weise berichtet werden, dass sie dem Leser möglichst gar nicht auffallen und wie andere große Medien darüber berichtet haben. Zunächst geht es um die Frage, warum die großen Medien überhaupt darüber berichten und es nicht ausschweigen wie zahlreiche andere Vorfälle. Das Problem hierbei ist, dass der ukrainische Botschafter Andrei Melnyk es diesmal wohl übertrieben hat, weil sich sowohl Polen als auch Israel davon distanziert haben, es nicht mehr zu verheimlichen ist. Das heißt, er hätte sich eigentlich nur etwas zurückhalten müssen, etwas lügen müssen, aber Melnyk hat sich entschieden, in einer Art und Weise krachen zu lassen, dass vor allen Dingen die Polen nicht mehr ignorieren können, weil viele Polen Opfer der Organisation von Stepan Bandera waren. Stepan Bandera ist ein Kollaborateur der Nazis, der zahlreiche Juden und Polen ermordet hat und gegen die Russen gekämpft hat. Er genießt vor allen Dingen in Teilen der Westukraine einen Heldenstatus, so wie auch bei Andriy Melnyk. Und an der weit verbreiteten Verehrung von Stepan Bandera zeigt sich, dass die Ukraine tatsächlich ein Nazi-Problem hat. Stepan Bandera arbeitete nach dem Zweiten Weltkrieg in München für den deutschen Geheimdienst und für den amerikanischen Geheimdienst. Er wurde also nicht verhaftet und dementsprechend herrscht anscheinend in Teilen der Ukraine die Ansicht vor, was Stepan Bandera gemacht hat, das ist okay. Das finden alle Europäer und Amerikaner gut. Es herrscht überhaupt nicht das Bewusstsein vor, dass er ein Kriegsverbrecher ist. Es war im Interesse der NATO und der USA im Kalten Krieg, die Ukraine gegen Russland aufzuwiegeln. Und deswegen hat man Leute wie Stepan Bandera in dieser Bewegung unterstützt, obwohl sie eindeutig nazinah waren. Aber um Russland zu schwächen, war jedes Mittel recht. Und das ist ein Mitgrund für das Nazi-Problem, das die Ukraine heute hat. Dass dort offen Rassenhass gegen die Russen vorherrscht. Der Nazismus in der Ukraine bezieht sich nicht in erster Linie auf Juden, sondern auf Russen. Polen, Juden und andere Leute werden aber trotzdem verachtet. Diese ganzen Probleme werden aber besonders seit 2014 in den großen Medien ausgeschwiegen. Ich habe schon in anderen Videos dokumentiert, dass Kinder in Ferienlagern antisemitisch indoktriniert werden. Ihnen offen gesagt wird, dass es nicht in Ordnung ist, auf Menschen zu schießen, auf Russen aber schon. Ihr Ausbilder, ein erfahrener Soldat, der in der russischsprachigen Ostukraine gegen die Separatisten gekämpft hat. Wir zielen niemals auf Menschen, nie. Aber Separatisten und aus Moskau kommende Besatzer betrachten wir nicht als Menschen. Deswegen könnt und sollt ihr auf sie schießen. Radikal-nationalistische Gruppen haben eine wichtige Rolle im Ukraine-Konflikt gespielt und gegen die von Moskau unterstützten Rebellengebiete im Osten des Landes gekämpft. Sie unterhalten weiter gute Beziehungen zur Regierung in Kiew. Solche von rechtsextremen Gruppen betriebene Kinderlager erhalten sogar staatliche Mittel. Gucken wir jetzt im Folgenden an, wie der Spiegel darüber berichtet hat. Die Meldung ist ganz klein, ohne Bild. Trotzdem aber ist es der meistgelesenste Artikel. Aus irgendeinem Grund hat der Spiegel das nicht zensiert, dass der meistgelesenste Artikel ist. Weil sie das traditionell immer oben haben, welche Artikel am meisten gelesen werden. Aber normalerweise ist es so, dass die Sachen, die sie klein bringen, auch nicht oft gelesen werden. Da haben sie anscheinend das Problem nicht, das sich jetzt hier ergeben hat. Das könnte diesmal ein Fauxpas sein, der ein paar Leuten negativ aufstößt. Man kann es jedenfalls nur hoffen. Die Welt hat es anders gemacht. Sie hat gesehen, es gibt keinen Ausweg. Um glaubwürdig zu sein und die Täuschung aufrechtzuerhalten, müssen sie es diesmal groß bringen. Im Gegensatz zu den ganzen antisemitischen Vorfällen, zu den ganzen Kriegsverbrechen der Ukraine, die passiert sind, zu allem Negativen, das ausgeschwiegen wird, weil es im Ausland hohe Wellen geschlagen hat, in Polen und Israel, hat sich die Welt entschieden, diesmal müssen sie es groß bringen. Und das haben sie dann auch getan. Natürlich auch in einer Art und Weise, dass die Leute denken, das ist jetzt nur Melnyk, das gibt kein Problem mit der Ukraine. Und das Außenministerium distanziert sich, ist ein alleiniges Melnyk-Problem und kein Problem der Ukraine. Aber sie haben es groß gebracht. Wie hat die ARD es gebracht? Auf tagesthemen.de kommt der Artikel über Melnyk ganz weit unten. Die haben es ganz weit nach unten getan,
in der Rubrik Ausland. Da haben sie einen großen Artikel gemacht, aber wie gesagt, er kommt ganz weit unten und dort fällt er niemandem auf. Das ZDF hat es anders gemacht. Sie haben es oben gebracht, aber sie haben den Artikel möglichst unauffällig gemacht. Mit einer Formulierung, die verharmlosend ist, die unaufgeregt und unauffällig ist, die dazu verleiten soll, dass der Leser es einfach übergeht und er auch gar nicht weiß, worum es geht. Also aus der Überschrift geht nicht hervor, was Melnik hier eigentlich gemacht hat und was passiert ist, sondern es kommt so rüber, Experten kritisieren irgendwas. Also es wirkt wie so Feinschliff. Melnik hat irgendwas gesagt und die Experten, irgendwelche Experten kritisieren das, aber jetzt nichts Besonderes. Es zeigen sich hier in verschiedener Hinsicht Schwächen auf. Polen hat Interesse daran, Einfluss in der Ukraine zu gewinnen. Und vielleicht sogar sich mit der Ukraine zu vereinigen. Und hier zeigt sich vielleicht ein Problem mit den ukrainischen Nationalisten. Sie benutzen die Polen gegen die Russen. So wie die Polen die Ukrainer gegen die Russen benutzen. Um vielleicht wieder zu alter Größe zurückzukommen. Wieder die Grenzen vor 1770 zu erreichen. Als Polen viel größer war als heute. Zelensky hat es den Polen ermöglicht, in der Ukraine sämtliche Funktionen auszufüllen. So dass es bereits theoretisch heute schon möglich ist, dass Polen alle möglichen Ämter in der Ukraine übernehmen, was dann vielleicht später auf eine Vereinigung hinausläuft. Es liegt der Verdacht nahe, dass Polen jedes Mittel recht ist, um es sein Territorium zu erweitern. Sie sich angesichts ihrer langen Geschichte zurückgesetzt fühlen und so jetzt die Gelegenheit wittern, wieder ihre alte Position einzunehmen. Die ukrainischen Nationalisten wollen aber vielleicht gar nicht zu Polen, sondern sie wollen jetzt nur Polen benutzen, um gegen Russland stark sein zu können. Auf Dauer geht das wahrscheinlich nicht gut. Wohingegen die Ostukrainer in der großen Mehrheit sehr wahrscheinlich zu Russland wollen, nachdem sie gesehen haben, in den letzten 30 Jahren, wie es in der Ukraine gelaufen ist. Und vor allen Dingen, wie sich die Maidan-Regierungen seit 2014 benommen haben. Під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах, бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так. Sie willkürlich die Zivilbevölkerung beschossen haben und anderweitig benachteiligt haben. So dass es ein richtiges Horrorerlebnis war, dass diese Leute förmlich zu Russland drängt. Der Plan war ursprünglich wahrscheinlich gewesen, den Donbass in so eine Festung zu verwandeln, dass er für die Russen nicht mehr einnehmbar ist. Die Ukraine wurde mit Waffen überschüttet, der gesamte Donbass wurde in eine Festung verwandelt. Aber augenscheinlich gelingt es jetzt den Russen doch, den Donbass einzunehmen. Ohne dabei wirtschaftlich zugrunde zu gehen. Wenn auch die Nachrichten im Inland nicht gut sind, so deutet sich durch das Ausland eine herbe Niederlage für die hier herrschende Täuschung ab. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.